Hi Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Vampires Dawn Reign of Blood. Ich habe mich wirklich jetzt selber da durchgetüftelt. Ich habe meine kleine Zeichnung zum Glück nicht nochmal neu machen müssen, aber es hatte echt mit der Secret-Reihe zu tun. Und Alter, ohne sich das aufzumalen, schafft man das glaube ich echt nicht. Also hier mit Zählen, wie ich es am Anfang gemacht habe, das ging wirklich nur bei Abaxas Turm. Das hier ist noch komplizierter. Falls das jemand hier als Lösung nämlich guckt für sein Let's Play, habe ich mir gedacht, zeige ich euch den Weg auch. Sonst war ich nämlich eben schon oben. Ich habe mich erst nochmal zurückgebeamt. So, also. Erst einmal 4 nach links. Soweit waren wir ja schon mal. 1, 2, 3, 2. Also okay, dann hätte man es natürlich auch so aufmalen können, aber aufzeichnen können, aufschreiben können mit den Zahlen, aber so ist es sehr viel übersichtlicher mit der Karte, wirklich. Also 2, 3, 4, runter, 1, 2, so, jetzt bin ich hier, dann bis zum Totenschädel und einen weiter, dann kann ich hier bis ganz zum Rand, hier hoch, 1, 2, 3, 4, die haben es echt damit, einen runter nur, und jetzt kann ich schon durchlaufen. Yay, wir haben es geschafft, wir haben das Rätsel gelöst, wir haben blau und schlau gelöst. Oh, ein Festmahl. Niam, 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 niam. Auch wenn ihr nicht viel gebt, egal. Ihr werdet ausgeraubt von allen. Das muss sein. Das muss sowas von sein. Wenn ihr wüsstet, wie durstig ich bin. Nach diesem Scheiß vor allem. Ich brauche einen Drink. Alter, echt. Das ist einfach nur so scheiße. Ich wollte doch nur an den Krug. Okay, ist nur ein Skorpion, von daher ist es okay. Dann verzeih ich dir das nochmal spielen, ausnahmsweise. Mach ihn kalt. Danke. Dieses Spiel. Fledermaus. Ich hab keinen Bock mehr. Der Raum sieht so verdächtig aus. Hier ist doch noch irgendwas, da bin ich mir sicher. Oh. Und was ist hier? Was soll ich hier in diesem Raum? Nichts. Hä, warum gibt es hier die Möglichkeit, hier hinzukommen? Lol. Hi! Feuerring. Not bad. Na. Skorpione! Aber Malix ist echt scheiße gewesen. Sie sehen sich das mit diesen langen, dunklen Gänge da auch gemacht, dass ich nicht genau weiß, okay, wie muss ich mich in der Dunkelheit bewegen. Blick der Geister ist eine geile Fähigkeit. Aber solange man da nicht da perfekt mit umgehen kann, sag ich mal, ist es schon auch so ein bisschen arschig. Ah, Antikrankheitsserum, schön. Aber hier sind echt auch viele Geheimgänge, definitiv. Also ich sollte vielleicht mal öfters Blick der Geister anwenden. Aber dieser eine Raum da auch wirklich, ne? Was war denn da bitte schön? Oder hätte ich da nicht erst wieder was sein dürfen, dass ich da irgendwie eine Bodenplatte aktivieren muss? Eine unsichtbare. Das glaube ich irgendwie auch nicht. Also es wäre eine Möglichkeit natürlich, aber ich weiß nicht. Ich gehe jetzt nicht nochmal hin, um nachzugucken. Ich will echt nicht so viele Kämpfe haben. Ich will einfach nur hier durchkommen irgendwie. Ich mache hier nochmal Blick der Geister, weil es so schön ist und ich nichts verpassen möchte. Ah, da vorne ist nämlich schon der nächste Geheimgang. Seht ihr mal. Ich wollte schon gerade sagen, wieso komme ich hier nicht mal raus? Oh.
Zur Statue sagt er aber nichts. 400 Fehler, nicht schlecht. Alleine deswegen schon wäre ich an der Stelle des Pharaos so richtig angepisst auf, dass die mich hier so bestehlen. Also es war ja auch Abraxas damals schon. Da vorne ist wieder so ein Geheimgang. Da 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 da. Ach, hier geht's auch sonst sowieso gar nicht weiter und da geht's halt dann insgesamt weiter. Was ist hier? Die Bücher sind alle zu verwittert, um sie lesen zu können. Schade. Okay. Aber ich nehme an, ich muss jetzt zurück. Obwohl, der Rückweg ist ja leichter, da kann ich mich einfach zurückspielen. Anstatt mich da durchzuquälen. Durch diesen Eingang. Das ist garantiert das Gitter nämlich hochgegangen. Wo wir zuvor schon mal vorgestanden haben und dann dachten so, oh, scheiße, ist zu. Ist hier sonst nichts mehr? Kein Geheimgang ansonsten? Also Fledermausmantel natürlich. Und jetzt Blick der Geister aktivieren. Nee, hier jetzt so direkt ist nichts mehr. Jetzt muss ich hier wieder runter. Was für Umwege. Ernsthaft. Aber okay. Da kann man auch sagen, zum Beispiel den typisch Stumpy. Typisch Stumpy, würde ich sagen. Dann bist du die Stump Raider. Ich finde es unlogisch, dass man die Vampire, sag ich schon, die Skorpione nicht aussaugen kann. Die müssten ja eigentlich etwas Blut in sich haben. Von mir aus so 10 Blut oder ne, 20 Blut ist ja hier so das Niedrigste eigentlich, was man kriegen kann. Aber was wollt ihr denn jetzt hier? Seid doch nicht so angriffslustig. Ist ja gut. Ich muss so ein bisschen auch denken an die Wüste lebt. Von Walt Disney. Wo dann der Paarungstanz der Skorpione angeblich hinterher war. Ach, das war so lustig, ey. Und die Dame links herum. Lalalalalala. Fast wie diese Melodie von diesem ersten. War das der erste? Diesen Lucky Luke-Film auf jeden Fall. Und die Frauen mit dem Fuß. Dum, dum, dum. Ja, daran hat mich das extrem erinnert. Du wirst ausgesaugt, meine Liebe. Auch wenn du nicht viel für mich hast, aber. Versuche halt Blutfiguren zu sparen. Oder Blutflaschen, wie auch immer. Los, Asgard, töte sie! Oh. Ah, wie lächerlich. Ist das alles, was du drauf hast, du falsche Schlange? Genau, stirb. Oh! Entschuldigung, das war gerade voll das komische Geräusch, ich weiß. Genau, danke fürs Zurückbeamen. Jetzt mussten wir irgendwie hier zurück. Jetzt muss ich auch noch unter Wege merken. Aber es müsste hier eigentlich der Weg sein. Genau, hier ist das Gitter jetzt hochgegangen. Hier war vorher ein Gitter. Sehr schön. Wir kommen voran. Wenn auch nur langsam, aber wir kommen wenigstens voran. Sehr schön. Danke. Sieht vor allem immer beim Angreifen so aus, als hätte Asuka auch eine Sonnenbrille auf. Oder hat er sie noch gar nicht? Schöner Crit. Schöner Crit. Bin stolz auf dich. Irgendwie beschleicht mich das Gefühl, dass es hier Fallen gibt. Ja, wir sollten vorsichtig sein. Ach, ihr seid doch paranoid. Weiß ich nicht. Dann werde ich mich mal eben zurückverwandeln und speichern. Wie viele Seelen habe ich eigentlich aktuell? 33. Ist mir noch zu wenig, um jetzt direkt zurückzugehen, wirklich. Speichern. Ich habe mir jetzt genügend Speichersteine. Ich habe so viele gefunden. Ja, meine Seele wird dir gehören. Denkst aber auch. So, dann speichere ich hier oben mal. Und dann... Ist wahrscheinlich nur so ein bisschen Feuer. Also ich glaube nicht, dass... Ich weiß nicht, ob das so schlimm ist oder nicht, weil... Wenn die das schon extra ansagen... Aua.
Ich konnte trotzdem einfach durch. Ich bin nicht instant death, das ist gut. Nichts passiert. Obwohl, braucht noch jemand anderes das? Oh, ihr habt mich alle verletzt. Lalalalala. Nichts passiert. 20 Blut? Wie wenig. Ach, du brauchst gar keins. Hier, gönn dir. Blut. Da oben die Flasche. Ich hab's gerade nicht gefunden, ernsthaft nicht. Und dann sagte ich auch nur wieder, was hier da rausgekommen ist. Jetzt macht's auch gerade wieder Spaß, weiter zu spielen hier. Eisstaub. Nichts im Regal scheinbar. Ich glaube, ich bin gerade verdammt ruhig. Oh. Ah. Verstehe. Titanrüstung. Ist die gut? Mal gucken. Aber nee, die war doch schlecht, oder? Nur 25 Verteidigung. Haha! Ihr seid ja lustig. Oh. Och nö. Lass das doch mal. Nett. Hättest du dich direkt damit töten können. Aber immerhin, wir haben nur noch eine. Das war doch eigentlich ein ganz guter Zug hier. Du kannst so viele deiner Bauern schicken, sag ich mal, wie du willst, Pharao. Deine Seele wird letztendlich mir gehören. Hallo, Skorpione. Wenigstens können die Gegner hier wirklich nicht so viel. Also, dass ich mich hier so lange nicht reingetraut habe, war natürlich gut, weil jetzt kommen wir da schnell und ja, voran. Aber ich hätte auf jeden Fall auch echt keine Angst haben müssen, weil ich hatte echt so Bedenken, oh, wie stark hier wohl die Gegner sind, bla bla. Aber die Pyramide an sich geht voll. Bis auf diese eine Rätsel vorhin. Auch von den Gegnern jetzt hier gesehen, geht's ja wirklich voll. Also hat mir auch mein Freund nochmal gesagt, so von wegen, ja, ist doch eigentlich voll easy. Oh, sehr schön. Nur der Pharao selber ist ein Arschloch. Hab ich gehört. Der ist irgendwie scheiße. Deswegen, da muss man ein bisschen aufpassen. Aber ansonsten, easy. Oh, da komme ich nicht lang. Aber hier sind echt sehr, 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 sehr viele Geheimwege. Ich will hier aber von hier aus rein. Dass es nur so kurz anhält, das regt mich auch ein bisschen auf. Yay. Oh, hallo. Na? Wie geht's? Ich hoffe doch gut. Aber gleich nicht mehr. Töte sie. Was, du bist noch nicht tot? Ah. 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 Das ist nicht nett. Stirb. Hä, wieso stirbt ihr denn nicht, Alter? Was ist denn hier jetzt gerade kaputt? Ah, es fängt stark an zu bluten. Yay, yay.
Mann, jetzt aber stirb! Geht doch. So, und Asuka, töte jetzt die zweite Schlange. Los, töte sie! Geht doch, geht doch! Jetzt blutet sie auch noch. Nee, 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 nee. Los, macht sie kalt. Geht doch. Leute. Tut doch nicht so, als hättet ihr Probleme. Hallo Elaine, willkommen im neuen Level. Leute, Leute, Leute. Ah, ganz nett immerhin. Ist hier noch irgendwie was? Nö. Oh, nochmal Blut für uns. Also viel brauche ich jetzt eigentlich auch gar nicht mal unbedingt, aber... Ach komm, wenn wir schon mal hier sind, ne? Gönnen wir uns das auch mal ordentlich. Weil, na, mein Lieber, gönn dir so viel Blut, wie du willst. Nicht sofort davon stirbt, regt mich dezent auf. Autsch. Autsch. Und das jetzt immer zum Bluten bringt, das regt mich auch auf. Aber ihr werdet trotzdem nicht lange überleben. Ihr habt nicht viel drauf. Siehst du, du bist auf jeden Fall sowieso schon mal tot und du bist jetzt auch tot, garantiert, hoffentlich. Nein, sieh mal nicht aus. Ach komm schon, ach komm schon. Wie kannst du es wagen, auszuweichen? Lass dich gefälligst töten, wenn ich dich töten will. Alter. Jetzt stirb endlich, du scheiß Schlange. Geht doch, Elaine, gib's ihr. Schöner Crit. Geht aber gar nicht hier, ey. Ey. Ich komm nicht weiter. Doch, komm ich. Hä, was? Ich habe jetzt keinen Bock auf euch, jetzt nehme ich euer Blut nicht mehr, ihr sterbt jetzt einfach so schnell. So, tschüss. Ach, ich war schon längst unten, ja, das habe ich nicht gesehen. Ah, Hilfe, ich hasse halt diese Gänge mit der Dunkelheit, das ist echt so. Es ist einfach viel zu doof. Viel zu doof. La 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 la. Sterbt doch einfach. Ernsthaft. Sterbt. Sterbt, sterbt, sterbt. Danke. Es ist so gut, dass diese Flüche an uns abprallen. Echt, ey. Und ich frage mich, wie lange das hier dauert, bis ich dann mal endlich bei Dingens der Bumster bin, beim Pharao höchstpersönlich. Wie viele Seelen habe ich inzwischen? Starke Seelen 47. Bald lohnt es sich mal wieder kurz in den. In Asukas Spielzimmer zu gehen. Aber jetzt noch nicht. Was ist denn hier in der Ecke? Achso, nichts. Aber da gab es doch noch irgendwie eine Truhe. Aber ich hatte keinen Geheimweg mehr gesehen. Schade. Ja, vielleicht gab es da irgendwie einen Umweg zu, keine Ahnung, was auch immer, aber. Oder das ist nicht zu sehen, weil da vielleicht genau das drin ist, was die Kinder der Apokalypse haben wollen. Scheiße. Nein! 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 Was? Wieso kannst du denn noch was machen? Ach ja, du bist ja nur verflucht. Scheiße. Ja, du kannst versuchen anzugreifen. Aber das wird nicht viel bringen. Aber sie ist ja, glaube ich, zuerst dran, von daher. Aber. Ja, wenigstens Asuka wird jetzt was treffen. Oder auch nicht.
Ernsthaft? Hä, ich kann Fluch heilen auf einmal mit Elaine? Seit wann denn das? Oder die haben nicht so einen starken Fluch oder sowas, aber hä? Mal sehen, ob sie sich selber dadurch von, davon jetzt befreien kann. Das regt mich gerade auf. Ach. Los. Danke. Aber wieso kann ich hier Flüche heilen? Das ist ja lustig. Ich verstehe nicht warum, weil das ging doch vorher nicht. Also jetzt bin ich verwirrt. Ich bin extrem verwirrt, aber okay. Ja. So, es ist auch mal aufgebraucht, diese kleine Heilscheiße. Das war gerade echt einfach nur seltsam irgendwie. Ich weiß auch nicht. Also ich bin extrem verwirrt, dass Elaine jetzt irgendwie hier Fluch heilen kann. Hätte ich echt nicht gedacht. Spät. Ich muss es aufhören. Na gut, ihr Lieben. Dann beende ich jetzt hier auch mal den Part. Ich guck mal, ob es noch einen Weg zu der Truhe gibt. Und würde sagen, danke fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Ich bin froh, dass wir dieses scheiß Labyrinth hinter uns gebracht haben. Und dass Lenny jetzt hier sogar die Flüche der Mumien heilen kann. Finde ich extrem geil. Und ja. Wir sehen und hören uns hier im nächsten Part dann wieder, wenn es weitergeht. Und ich hoffe, die Pyramide ist nicht mehr allzu groß, weil die ist ja echt im Moment so groß gefühlt wie Abraxas Turm. Und das regt mich ein bisschen auf. Das hätte ich nicht gedacht. Wenn man das vor allem so bedenkt, gehen die jetzt immer tiefer unter die Pyramide oder auch nach oben? Ich glaube eher, die kämpfen sich wirklich an die Spitze der Pyramide. So kommt es mir irgendwie vor. Das kann ja irgendwie nicht sein. Das macht keinen Sinn, weil bei Pyramiden geht es ja eigentlich immer nur nach unten. Ist ja nicht wie eine Treppe irgendwie nach oben und ganz oben dann der Pharao. Hallo! Der wird eher unten sein. Also wir gehen anscheinend immer nach unten. Aber ja, ich hoffe, es wird nicht mehr allzu weit unter die Erdoberfläche gehen, mal ganz ehrlich. Ich will das nicht. Ich will das einfach nicht. Aber naja, okay. Wie gesagt, war schön, dass ihr dabei wart wieder. Und wir sehen und hören uns hier im nächsten Part dann wieder. Und bis dahin macht's gut. Und ja. Euch noch einen schönen Tag halt. Ciao.